Ja, irgendwo ist hier noch Holz gewesen. Jupp, genau. Und dann nicht alles ablegen. Bitte nicht, das ist schrecklich. So. Dann können wir nämlich auch den Schmiedehammer. Den können wir nämlich hier reinlegen. Müssen wir nur nachher dran denken, dass wir den da auch wieder rausholen. So, die Nägel sind wahrscheinlich genau das gleiche. So. Jetzt sollten wir imstande sein, Alchemie zu betreiben. Ja, ich hoffe es mal. Gut. Wo ist denn das Blubbert so schön da? So, jetzt konnte er alles nehmen. Und jetzt können wir hier mal ein wenig mischen. Heiltränke, guck mal, wir können vier Heiltränke basteln. Goyle, Zwiedestillat. So, und Waffenbalsam, Wundpulver, Gullmondtee. Ich muss mich noch mal dran erinnern, was diese Wundpulver und der ganze Quatsch, was das eigentlich bedeutete. Waffenbalsam 71 mal, alter Schwede. Kann ich noch mehr? Boah, Alter. Inventar ist voll. Na toll. Na toll, das Inventar ist voll. Weißt du was? Komm mal her, Kollege. Waffenbalsam. Kann ich das denn noch stacken irgendwie? Nee, man kann keinen Waffenbalsam stacken. Okay, alles klar. Wir sollten vielleicht ein bisschen was davon verkaufen, ne? Kollege, ja, wir werden eine Menge Geld damit machen mit so einem Kram. Ja, und Georg kann damit sowieso nichts anfangen. Ich gebe noch mal diese vier Heiltränke an Rulana. Ach so, das hier sollte er vielleicht auch noch kriegen. Dann gibt er das nachher an Kladdeschen ab. So. Ja, dann noch mal los. Waffenbalsam 29 Mal. Ja, und damit haben wir nichts mehr. Können diesen Waffenbalsam dann eigentlich auch an Vorgrim abgeben? Ja, sorry, wenn das heute alles ein ganz klein wenig viel Kram ist. Also viel hin und her und so weiter. Zwiedestillat, Alkohol, 26 mal Seife, wo kommt das Zeug her? Meine Güte. Quellwasser, Quellwasser, Schwefelquell, Raupenpulver, Krötenschemel, altes Brötchen, Apfel, Grünmundblatt, Konchines, Drachenblut, Schwefelquell, Nüsse, Würselkraut, Froschschenkel, Giftbeutel, Würselkraut, Giftzahn, Giftzahn. Alter, ist das eine Menge Zeugs. Jo. So. Ja, wollen wir noch ein bisschen schmieden und craften gehen. Obwohl, komm, lass mal. Wir holen uns jetzt unsere Kladdis. Dann übergeben wir alles, was wir verkaufen wollen, an sie. Gehen noch mal handeln und dann machen wir noch eine kleine Reise zu den Silberfällen oder wie das heißt. Und dann bin ich flugs über die Mauer und ehe die Stadtwache sich versehen konnte, war ich schon auf und davon. Ach, und ich hab gehört, ihr werdet unbeholfen von der Mauer geplumpst und werdet wimmernd von der Wache in den Kerker gezerrt worden. Also gut, ihr habt mich erwischt. Besser gesagt, die Stadtwache. Aber das war alles eine Verwechslung. Ach, ihr glaubt mir ja sowieso nicht. Klar, das kommt mit. Der Typ Oh, ist ja. was gibt's denn Warte, spannend? warte, warte, halt, stopp, 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 stopp. Wir müssen erstmal hier ihn loswerden, unseren Joost. Joost! Oh. Verzeiht, dann werde ich mich dort wieder den Studien. Ja, tschüss. Ich will jetzt möglichst Zeit sparen. Oh, was gibt's denn? Komm mit. So. Dann der Vorgrimm. Ach, guck mal, ne? Das Kettenhemd. Wir sollten eigentlich diese Dinger hier mal abgeben irgendwie. Warum ist hier noch ein Brabak-Bengel?
So, Jörgbolzen. Ja, so ein bisschen Waffenbalsam können sie behalten, aber die eben nicht alles, ne? So, mein Gott. Hat eine Menge Zeugs. So, Knüppel, Dister, 10 Tabakspfeifen alleine. Abgefahren, ne? Jo. Würde ich aber mal sagen. So. Ach, was waren das für Zeiten, als unsere Inventare noch so schön übersichtlich waren, ne? So, pass mal auf. Ich gebe ihm mal einen Waffenbalsam und der Rest wird mal sauber verscheuert. Wow, das wird so viel Geld geben. Und dann kaufen wir uns ein Schiff. Und dann fahren wir irgendwo in die Welt hinaus. Oh Mann, so viel Kram. Unglaublich. Das würde ich gerne ihr geben. Hätte ihr eigentlich auch behalten können. Bin aber auch blöd. So. Das darf aber nur ich sagen. So. Gute Entscheidung. Dann einmal schauen, hat sie irgendwas zu verkaufen? Ach man, so viel. So viel Waffenbalsam, das ist unglaublich. So, und ich versuch also, er hat schon irgendwas zu verkaufen, vielleicht noch. Alter. So, die Bolzen, die kann sie mal verkaufen. Das sind nämlich die alten Bolzen, die ganz normalen. So. Packen wir es wieder, oder was? Ja, wirklich, so langsam werde ich müde. Wie viel Uhr ist denn das denn? 1.38 Uhr, na, das geht ja eigentlich noch. So. Wir gehen nur noch einmal kurz raus. Wir sind gleich wieder da. Wirwosch, pass uns auf das Haus auf. Wir sind gleich wieder da. Ach, ich bin froh, meine Gladys wieder dabei zu haben. Gladys, komm her. Folgt mir. Nein, wollen wir eigentlich nicht, aber du kannst mal kurz handeln gehen. Ich weiß nicht, ob man bessere Preise kriegt, wenn man den richtigen Händler nimmt. Könnte ja sein. So, versuch mal hier die Truhe zu knacken. Das wollen wir ja immer mal wieder versuchen. Na, echt. Oh, diese Steuerung, warte mal. So, dahin. Schloss geöffnet. Wahnsinn, unsere erste Sandalen und eine Stoffmütze. Natürlich. Ich glaube, es hackt. So, wir gehen mal zu dem Vogel hier. Grato Helmbrecht. Grato Helmbrecht, zu euren Diensten. Sag ich doch. Ich habe Rüstungen aller Art. Ja, sehr gut, zeigt mir die Rüstung. Ich will gar keine Rüstung sehen. Guck mal, hier könnten wir für den Magier das nächste Mal eine Rüstung holen. Sollten wir mal uns merken. 12-mal Pfeife. Du olle Pfeife. 100-mal Gulmund-Tee können wir auch mal verkaufen. Waffenbalsam. Würfel. Knüppel. Streitkolben. Haben wir da oben schon Gulmund-Tee? Ja, genau. Verkaufen wir den ganzen Gulmund-Tee. Das ist nämlich einfach nicht notwendig, dass wir so viel davon haben. Waffenbalsam. Wie viel bringt uns denn der Waffenbalsam? 227. 232. Doch, eine ganze Menge. Helles Verdocker. Waffenbalsam. Alter, bald schon wieder bei 250 Dukaten. Und da sind wir schon. Alles klar. Ja, also ihr seht, ne, das mit dem Craften, das lohnt sich schon. Ich hätte ja diese Stoffballonmütze mal für den für den Magier lassen können. Warte mal, kann ich die vielleicht wieder zurückholen? Wo ist die Stoffballonmütze? Ich will die haben. So, Handel abschließen, 270 Dukaten. Nicht schlecht, meine Guten, nicht schlecht. So. Na klar. Rein ins Gebäude. Ja, jetzt habe ich eigentlich was anderes gemacht, als ich wollte. Ich wollte eigentlich den Magier noch für die erste Tour, also für den oberirdischen Teil,
der Silberfelle, glaube ich, heißt das, mitnehmen. Aber, ach, jetzt wo wir Kleidung schon mal dabei haben, will ich nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir gehen auf die Landkarte und wir reisen zu Burg Grimzahn. Und hoffentlich werden wir auf dem Weg nicht angegriffen, denn ich habe gar keine Lust, jetzt irgendwie einen Überraschungskampf mitzumachen. Ausweichen, geht das? Westlicher Kosch. Ja. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwie einen bescheuerten Kampf machen. Will ich aber nicht. Reise fortsetzen, bitte einmal. Nee, kann ich nicht. Fliehen. Wir versuchen es nochmal. jetzt müssen wir wieder zurück. Ich habe keine Lust, jetzt noch einen Kampf durchzuziehen, weil das dauert irgendwie mir zu lange. Ich möchte jetzt eigentlich nur kurz euch einmal da Burg Grimzahn, die Umgebung an den Silberfällen zeigen. So. Und danach hoffen wir, dass es jetzt geht. Aber ich glaube, das wird jetzt die ganze Zeit so sein. Hau ab, Fliege, du nervst. Och nö, nicht schon wieder. Ausweichen. Ah, passiert. Haha, geklappt diesmal. Oh, ist das eine lange Reise. So, und da sind wir schon. Bei den Silberfällen. Ja, über den Silberfällen. Alter, das ist lange her. Ja. Ich weiß noch ungefähr, wie es dort aussieht, aber... Boah, dieser kalte Morgennebel. Ich freue mich schon auf ein kühles Bier und ein deftiges Frühstück auf der Burg. Bei Angro, schaut! Die Burg brennt! Die Burg brennt. Okay, die Burg brennt. Warum brennt die Burg? Ich glaube, in die Richtung kommen wir nach Hause. Ich sollte mal Gladys nicht nach vorne nehmen. Wegen der Gegner, die hier sind. Warte mal, ich sollte mal kurz checken, was hier was ist. Jop, das geht. Nein. Obwohl, sie ist auch Tank, aber ich will sie lieber hinten lassen. So. Ist das lange her? Alter Schwede, ist das lange her? Ich weiß noch, damals war es auch Nacht, also im Real Life, als ich das hier gespielt habe. Diese Gegend. Meine Freundin hat nebenan auf dem Bett geschlafen und ich habe konnte einfach nicht aufhören zu spielen. Ja. So war ich damals noch drauf. Ich versuche mein Bestes. So. Hier sind noch mehr Kräuterlis. Ich will die Kräuterlis alle haben. Da ist noch ein Kräuterli. Ja, kein Wunder, dass er die nicht pflücken kann. Komm. Diese Fliege macht mich wahnsinnig, die hier ist. Immer wieder das Gleiche. So, also das ist ja jetzt für die nächste Zeit unser Zuhause. Hier müssen wir vieles tun, viele Sachen erforschen, viele Sachen gucken. Ich glaube, da unten kommen wir auch noch hin. Also es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr umfangreich. Und es wird spannend auf jeden Fall. Und wie gesagt, später wird es dann ein bisschen deprimierend finster, wenn wir da unten im Kellergeschoss rumeiern müssen. Momentan ist es ja noch schön grün. Und die einzige negative Sache hier in der Gegend. Lass uns doch mal schauen. Was haben wir denn hier? Wie heißt das? Goblinpfad. Oder was? Heißt das Goblinpfad? Ja. Aber ich weiß nicht. Also hier sind auf jeden Fall fernkampffähige Viecher. Deswegen bewege ich mich hier auch so ein bisschen vorsichtig. Boah, Nebel. Das ist ein Nebel. Da ist irgendwas Komisches. Es geht los.
Nein, soll es eben nicht halten. Was lauft ihr da hoch? Kollegen, das geht mal gar nicht. So, wir müssen auch nicht alle Pflanzen jetzt sofort mitnehmen. Sondern danach noch. Oh. Ich will jetzt eigentlich gar nicht aufhören. Was ist denn das hier? Zu Hilfe! Schreit nicht so. Orks! Eine ganze Horde Orks ist mir auf den Fersen. Ihr seid es. Euch hat Alvaran geschickt. Wir trafen uns schon in Avestreu. Alvaran? Wer ist Alvaran? Ich kenne keinen Alvaran. Der kann mich gar nicht geschickt haben. Söldner Hügelbold, wisst ihr noch, Avestreu? Den und seinen Kollegen haben wir mal verprügelt und sein Schwert gekriegt. Geil. Söldner Hügelbold, richtig? Ich bin auf dem Weg nach Burg Grimzahn. Sprech, was ist geschehen? Die Orks sind in die Burg eingedrungen. Ritter Tralda und einige Getreue halten noch den inneren Verteidigungsring. Ich und ein Mitstreiter wurden ausgesandt, um Hilfe zu holen. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Wisst ihr noch? Der hat ja gar keinen Hals. Erzählt, was wisst ihr noch? Rondra, hilf! Ich glaube, sie haben uns gleich erreicht. Auge des Drachen, ist es noch sicher? Ich habe keine Ahnung, was ihr meint, aber es gibt einen gesicherten Raum in der Burg. Den musste ich bewachen. Tralda legte großen Wert drauf. Fex bewahre, gleich sind sie da. Ja. Erzählt, was wisst ihr noch? Rondra, hilf! Ich glaube, sie haben uns... Wie seid ihr an den Orks vorbeigekommen? Es gibt da einen Geheimgang. Er führt aus der Burg einfach den Pfad entlang und verfluchter Orkendreck, die Zeit wird knapp. Erzählt, was wisst ihr noch? Ich muss zur Burg, könnt ihr mir dabei helfen? Nein, ich muss Hilfe holen. Ritter Tralda zählt auf mich. Ich kann euch sagen, dass ein Dutzend Orks den Gebirgspfad bewachen. Aber mit ein wenig Geschick könnt ihr sie umgehen. Nö, die hauen wir einfach platt. Wie? Es gibt Tunnel in den Gebirgswänden. Dort könnt ihr vorbeischleichen. Los jetzt, oder wir schlafen heute Nacht bei Boron. Ja, sehe ich nicht so. Erzählt, was ist dir noch? Rodolf, was ist auch euer Mitstreiter geworden? Ist er in die Fänge der Orks geraten? Gundwein, mein treuer Kamerad und Freund, er stellte sich den Orks entgegen und verschaffte mir einen Vorsprung. Ich muss unverzüglich weiter, oder sein Opfer war umsonst. Gundwein und Hügelbold, ja, die guten alten. Ich habe euch auch gesagt, wir werden einige Leute wiedersehen. So, Verfolger aufhalten. Ach du, ja, jetzt wird's lustig. Unsere erste Begegnung mit den Orken. Och, es sind ja gar keine Fernkämpfer. Also, das da ist noch lustig, ne? Die... Alle mal hergehört. Machen wir wie nix platt. Ich weiß nicht mehr, wie stark die waren. Ob man die so einfach mal eben killen kann. Halt, stopp. Halt, stopp. Die Mucke. Komisch. Ich habe ja angeblich den ganzen Soundtrack von Drakensang. Das Stück ist nicht dabei. Aufgepasst! So. Dann mal drauf. Bei meiner Axt! Ja, das ist meinetwegen. Jetzt könnten wir Compareo gebrauchen, ne? Das bin ich. Nein, Compareo bist du nicht. Wir sollten tatsächlich auch alle Kombinationen von NPCs oder Begleitern ausprobieren. So, dann machen wir mal. Ach, da kommen noch mehr. Oh, die Fernkämpfer sind da. Dann würde ich sagen, legen wir mal die Fernkämpfer lahm. Alles klar. Jetzt wird's ernst. Nicht nach vorne rennen, kleines Kleideschen. So. Er kann noch ein Xifaxi da aufmachen und ein Xifaxi auf den. Alter, bin ich durch schon. Ich würde sagen, den Kampf machen wir jetzt noch und danach mache ich Feierabend. Alle mal hergehört. Warum schießt die eigentlich nicht, die Olle? So, dann wollen wir mal die Herren Orken. Bei meiner Axt!
Och, da kommen noch mehr. Für Ardo! Sieht geil aus. Alter. Ja, hau den mal auf den Kopf. Meine Rache. Och, da kommt ein Riesenorg. Da. Ein Zwerg, ein Wort. Er ist ein Oger. Folgt mir. Na, kack die Wand an. Ein Oger. Komm schon. Auch das noch. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Okay, okay. Immer mit der Ruhe. Wir können das schaffen. Ich wusste jetzt nicht, dass die noch einen Oger dabei haben. Das ist jetzt natürlich unfair. Ich dachte, wir hätten jetzt hier Ruhe bald. Och, den kriegen wir. Thorgrim hat zwar schon ordentlich was abgekriegt, aber... Na klar. Weißt du was, sie kann auch mal ein bisschen... Furax. Ja, Furax kannst du machen, das ist Deceptio. Nett. Deceptio. Arquartus. Die steht viel zu nah dran. So, sie kann auch einen Wuchtschuss machen. Ich müsste auch mal gucken, aufgepasst. Die Sonderfähigkeiten, da müsste eigentlich was gehen. Also, die müssten wir mal auf die Kurztasten legen. Georg, geh mal nach vorne. Du kannst das garantiert im Nahkampf alles ganz wunderbar machen. Der fällt garantiert gleich um. Vorgrim hat gut was abgekriegt. Ja, der ist gleich platt. Okay. Oh. Was für ein Klopf. Na, der sollte aber irgendwie ein Wort zu schaffen sein. Da gib ihm noch mal. Einer weniger. So, die Quest ist abgeschlossen. Sammeln wir mal das Gemüse ein, was ich versuch wir mein hier gelassen haben. Ja, das kannst du am besten machen, dein Bestes versuchen. Okay. Warum sind das so wenig Leichen auf einmal? Oh, Wurfbeile, geil. Wurfbeile und Einbeerensäfte. Das ist schön. Komm mal her, Georg. Da ist ein Zunderschwamm für dich, guck mal. Ich sah noch Feindrot, also roten Punkte Feinde. Ganz schön viele Kräuter hier. Ich sehe da auch schon wieder was. Okay. Wo ist das andere Kräuterli? Ich glaube, ich bin zu müde, um zu suchen. Da sind das Conchines? Ja, das sind Conchines, genau. Super. Ich kann da doch noch gucken. Ja. Ich sammle hier noch ein paar Kräuterlis, sammle noch den Quatsch ein, den die Viecher hier fallen lassen haben und dann möglichst nicht in neue Gruppen reinrennen. Orkkrieger. Die haben immer schöne Einbeerensäfte und Wurfbeile dabei, ne? Fellfetzen und Wolfsfell. Was macht denn der Vogel mit dem Wolfsfell? Ach, guck mal, die liegen so schön übereinander. Bogenschütze mit einem Knüppel. Na, toll. Das freut mich ja gar sehr. So.
Puh, Furax. Ja. Ein Zwerg, ein Wort. So, Freunde, mit dem Anblick unserer wunderbaren Gurkentruppe hier, sage ich mal einfach Tschüss. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Das nächste Mal versuchen wir mal rüberzukommen in die Burg Grimzahn. So heißt das, glaube ich, nochmal. Wir sind hier über den Silberfällen. Es war mir wieder mal ein Fest. Und ja, diesmal ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Ich sage over and out from the Tower of Power hier in Hamburg-Rahlstedt, wo ich mein Domizil habe. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe da schon die roten Punkte. Guck mal da vorne. Ganz viele Ork-Krieger. Ist das geil, ne? Und die kommen alle näher. Und ehe die uns jetzt hier noch zu nahe kommen, sage ich Tschüss.